Hallo ihr Lieben, ich bin momentan auf dem Weg ins Fitnessstudio. Man muss ja auch mal was für sich tun und wollte euch mal wieder ein Video bringen und deswegen nehme ich euch kurz mal ein paar Meter durch Palma mit, so dass ihr seht, wie es momentan hier in Palma, die Mallorca, bei uns aussieht. Also einfach ein paar Minuten Palma genießen. Einfach mal hier beim Borne hoch. An den Restaurants hier. Am Borne vorbei. Born Ocho. Hier kommt gleich ein Burger Lab. Also am ersten in Born Ocho gehen wir ab und zu ganz gerne mal was essen. Das geht ganz gut. Das Burger Lab kenne ich noch nicht. Wobei wir in Born Ocho festgestellt haben, ja, man kann eigentlich alles ganz gut essen. Pan Cristal essen wir dort sehr gern. Die Suppen sind ganz gut. Was wir in Born Ocho nicht empfehlen zu essen, ist ein Hamburger. Da gibt es definitiv wesentlich bessere Hamburger als da. So, hier stehen normalerweise in der Saison auch noch überall Stühle und Tische und Restaurants, aber man sieht halt, es ist noch nicht wirklich Saison und dementsprechend noch nicht alles aufgestuhlt und aufgetischt. Ich bin mal gespannt, mal schauen, hier hoch war auch eine große Baustelle an der Chaime hoch, ob die noch ist, die Baustelle, oder ob die da auch schon fertig sind. Ja, da scheint noch eine Baustelle zu sein. Hier die Straße hoch. Hier sind wir jetzt an der Bar Bosch, die auch immer gern als Treffpunkt genommen wird und auch meist noch immer hingehen, um Kaffee zu trinken oder ein kleines belegtes Brötchen zu essen. So, hier die Straße in die Richtung nach oben ist nach wie vor gesperrt. Da ist dann immer noch Baustelle. So, die Einkaufsstraße, ja, die Chaime, wo dann auch Cording Less kommt. El Corte Inglés. Ich überlege gerade, durch welche Straße ich hochlaufe. Naja, einfach verschiedene Wege gehen. Dann kann ich euch das nächste Mal in dem kurzen Video noch einen anderen Weg zeigen. Eigentlich auch eine Idee. Normalerweise ist hier die Einkaufsstraße, wie gesagt, hier drüben wisst ihr ja auch normalerweise überall, aber da ist wirklich normalerweise auch überall Geschäfte, aber gerade hier große Baustelle. Aber es sieht auch so aus, wenn man reinschaut, als ob sie vielleicht bald wieder zumachen und dann die Straße wieder in beide Richtungen aufgemacht wird und die Rohre oder was auch immer dann fertig verlegt sind. So, wenn ich jetzt hier noch ein paar Meter weiterlaufen würde, dann kommt wie gesagt das große Kaufhaus El Corte Inglés.
Und ich verlasse jetzt hier die Jaume Tercero und gehe einfach mal hier die Carrer de Bonaire hoch. Wie gesagt, eine Straße schräg gegenüber vom El Corte Inglés in der Jaume Tercero. Fahren allerdings natürlich auch Autos durch hier. Aber kann man auch mal einen Spaziergang durchwagen. Auch hier schöne Geschäfte, Möbelhäuser. Hier gibt es dann ja, leckere, süße Sachen. Cookies, Donuts, Ensaimadas. Tombet. Schöne Bäckerei. Kann man auch drin sitzen, Kaffee trinken. Hier auf der rechten Seite kommt gleich ein wunderschöner Obstladen, der wirklich sehr schön dekoriert ist. Schaut euch das mal an, wie hier das Obst präsentiert wird. Es ist also wirklich wunderschön präsentiert. Auch in der Bonaire. Weiteres Möbelhaus hier in der Bonaire. Hier eine Carniceria. Ah, guck mal, da gibt es sogar Hähnchen vom Grill. Pollo al Ast. Ah, hier die Cocktailbar. Klops. Auch schön gemacht. Mehrere vietnamesische Nagelstudios. Hier was für die Raucher. Genau, wer in Spanien richtig Zigaretten kaufen möchte, kann eigentlich fast in die Tabakusläden gehen. Weil die Läden mit diesem Zeichen, mit diesem Tabakuszeichen, sind die einzigen lizenzierten Tabakläden, wo es Tabak, Zigaretten gibt und auch, wie man hier sieht, Zigarren. Auch hier eine ganz edle Pastisserie mit Kuchen, Schokoladen. Auch hier kann man schön drin sitzen. Und innen drin dann Kaffee und Schokolade. Nächste Einrichtungsladen. Optiker da. Ah, hier ist eine Galerie. Oder ja, Lightwall. Ja, sieht aus. Schönes beleuchtetes Bild hier. Cool. Aber das wird wohl nicht Mallorca sein. Also da kann man irgendwie mit seinen eigenen Bildern hingehen und dann machen die einem aus den eigenen Bildern schöne Objekte. Da ist auch noch mal eine kleine Bar drin, kenne ich nicht. La Vasca. Haben aber auch hier draußen, also müsste man, kann man auch schön sitzen. Haben ja auch im Freien Tische, also hier kann man auch draußen auf dem Platz sitzen. Das war jetzt die Calle oder Carrer Bonaire. Wie immer der Hinweis, wir freuen uns über jedes neue Abo.
dass ihr uns da lasst. Und natürlich auch, wenn ihr die Glocke drückt, damit ihr regelmäßig bei neuen Videos von uns informiert werdet. Jetzt bin ich gleich bei meinem Fitnessstudio. Bedanke mich für das Zusehen. Freuen uns auf Kommentare oder Anregungen. Na, und jetzt schaue ich mal nachher, ob ich eventuell auf dem Rückweg dann auch schon ein Video mache. Eine andere Straße laufe. Und dann werde ich entscheiden, ob ich vielleicht ein Video mache, hin und zurück, oder ob ich das Ganze gleich in zwei Videos aufteile. Habe jetzt gerade überlegt, während ich im Trainieren war, ob ich jetzt auf dem Rückweg diesen anderen Weg gehe und euch dann ein Video mache. Nein, ich habe jetzt entschieden, ich gehe auf dem Rückweg einen anderen Weg und mache euch ein zweites Video, das ihr dann die nächsten Tage sehen könnt. Also darum nicht vergessen, die Glocke zu drücken und zu abonnieren, damit ihr auch das hier mitbekommt, wann das nächste Video kommt. Bis dann, ciao!